Aber ich kann noch mehr von der Statistik erzählen. Ich werde mir erstmal wieder ein paar Lava-Eimer hier runterziehen. So, dann machen wir mal. Ah, ja, das haben wir selten. Im Let's Play bei mir. Regen. Aus dem einfachen Grund, weil ich mich nämlich immer ins Bett lege normalerweise. So, da ist alles jetzt schön. Schön abgelaufen hier. So, da können wir hier wieder ein bisschen Lava produzieren. Ja, ich lege mich ja jede Nacht ins Bett in der Regel und dann, wenn man geschlafen hat, hört der Regen ja ziemlich zügig wieder auf. Das ist also anders als im wirklichen Leben. Im wirklichen Leben regnet es dann nachts einfach weiter und in den nächsten Tag hinein. Ja. Ach ja, noch mehr Statistik, genau. Ich hatte jetzt im September irgendeine Zahl gelesen, dass der Durchschnittsdeutsche, dass die Deutschen im Mittel 200.000 Euro auf der hohen Kante haben. Jeder Deutsche. Ob Greis oder Baby, also ich oder ihr als Zuschauer, wenn ihr aus Deutschland kommt. Jeder von euch und ich auch hat 200.000 Euro auf dem Konto. Ob es jetzt Aktien oder Bargeld ist oder was der Geier. Ich kann das für mich sagen, bei mir ist das nicht so. Und ich war dann doch ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. So, gucken wir mal, die Lava. Ich war ein bisschen irritiert. Denn so viel Geld, ich kenne nur Leute, die weniger haben. Oder die sagen es vielleicht auch nicht. Aber eine ganz einfache Rechnung zeigt ja, dass das tatsächlich so ist. Also, nehmen wir mal an, wir hätten einen Staat, der 10 Millionen Einwohner hat. 20.000 Einwohner von diesen 10 Millionen, das sind 0,2%. Von diesen 20.000 hat jeder 100 Millionen Euro. Und von den anderen 9,98 Millionen hat jeder nur 1.000 Euro. Und im Mittel hat jeder der 10 Millionen Bewohner tatsächlich, es kam jetzt zufällig dann wirklich so aus, 200.000 und 998 Euro auf dem, wo auch immer. Statistisch hat jeder Deutsche 220.000 Euro und in diesem fiktiven Staat, wo also 20.000 je 100 Millionen haben und 9,98 Millionen haben je nur 1.000 Euro. Ja, und dann stellt sich der Junkin und sagt, oder die Statistik, ihr seid doch reich, der Deutsche hat doch im Mittel 200, oder in diesem Staat jetzt, ne, 200.000 Euro. Tja, das ist natürlich der Mittelwert. In dem Fall ist ein ganz schlechtes Beispiel, eine ganz schlechte Maßzahl, um so etwas überhaupt beschreiben zu können. Denn er zeigt ja nicht die Wirklichkeit. Obwohl es ja doch die Wirklichkeit ist, aber die weitaus größte Mehrheit der
Bevölkerung wundert sich nur und reibt sich die Augen. Ja, wieso haben wir 200.000 Euro auf dem Konto? Da gibt es eine andere mathematische Größe, eine statistische Größe, der sogenannte Median. Und der ist viel aussagekräftiger. Der Median beschreibt die Grenze 50 zu 50%. Das heißt, 50% des haben die über dem Meridian liegen und 50% haben das Geld, was kleiner als der Meridian ist. Das heißt, in unserem fiktiven Fall würde der Meridian, der Median, habe ich jetzt Meridian gesagt, Meridian hat was mit Atlanten zu tun, der Median würde natürlich, weil 99,8% nur 1000 Euro haben, liegt der Median natürlich auch bei 1000 Euro. Und dass jeder im Mittel 200.000 Euro hat, okay, dann wenn ich hier eine Tüte habe, wo 100 Kilo drin sind und habe 1000 Tüten, wo 10 Gramm drin sind, ist natürlich der Mittelwert pro Tüte liegt natürlich bei, was weiß ich, vielleicht 10 Kilo, aber in Wirklichkeit gibt es ja nur ganz selten Tüten, die wirklich, ne, die reißen natürlich den Mittelwert mit nach oben. Und der Medianwert ist da ein weitaus besseres Maß in dem Fall. So, ich weiß überhaupt nicht, wo die Sonne ist. So, dann werden wir mal hier. Erstmal den Lava einmal mit runternehmen, den einen noch, den wir hier haben. Und werden jetzt mal, habe ich überhaupt ein Schwert mit? Ja. Das nehme ich mir mal hier runter. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es ja noch. Wieder geht die Framerate in die Knie. Das ist immer so, wenn irgendwas passiert. Das passiert auch den besten Let's Playern, wenn ich daran denke. Tektown, ja. Und so dieses Queryloch da mit Wasser. Oder wenn man bei Eroini dieses riesen Wassertor da betätigt. Okay, es ist alles mehr oder weniger. Tun wir den letzten hier hin und bewegen uns dann mal nach Hause. Durch den Regen nehmen wir das Schwert mit. Laufen wir mal schön hoch. Ah, ist das ein Sauwetter heute da. Oh, der wächst schon ganz gut, der Vulkan. Also ich habe noch 164, ja, übrigens. Ich lege mich hier gleich mal ins Bett. Ah, es ist noch Tag. Na prima. Ich habe überhaupt keine Sonne. Ich weiß nicht, wie spät es ist. So ein Sauwetter. Es war ja jetzt gestern oder heute war ja auch ziemlich schlechtes Wetter hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Es hat gewindet. Gewindet wie Sau. Ah, Gott sei Dank, hier ist Ruhe.
hat fürchterlich gewindet und wie man dann nachher in den Nachrichten gehört hat, oder im Wetterbericht oder wo das auch immer war, jetzt tue ich erstmal die Dinger hier weg. Im Wetterbericht hat man das gesagt, dass heute die höchste Windgeschwindigkeit in Deutschland gemessen wurde, die überhaupt jemals gemessen wurde. Also 191 Stundenkilometer. Das ist schon ganz schön. Ach, ja, da ist doch rötlich. Also haben wir gleich Sonnenuntergang auf jeden Fall. Man sieht es ja doch irgendwie hier am Himmel. Aber auch erst gleich. Ja, die höchste Windgeschwindigkeit, die überhaupt gemessen, je gemessen wurde. Vielleicht hat es ja früher schon höhere gegeben, aber die wurden halt nicht gemessen. Ja, und da hat es natürlich dann auch gut geregnet dabei. Dann nicht so wie hier, von oben nach unten, sondern bei den 190 Stundenkilometern wurden übrigens in... Was? Unter der Berg gerade abgebaut, tatsächlich. Das nennt man Erosion. Also starker Regen kann ja Berge zum Verschwinden bringen. Die Täler entstehen ja auf diese Art und Weise, aber dass das hier in Minecraft auch so ist. Ah, ich kann schlafen.